Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla. Hallo Olli. Hallo ihr lieben Substratis. Willkommen beim Podcast ohne Sommerpause. Wir haben den ganzen Sommer durchgemacht. Das ist bemerkenswert. Das haben wir im vergangenen Sommer mal nicht gemacht. Aber wir haben diesen Sommer auch sehr viel zu tun gehabt. Das, was ihr noch nicht seht und nicht hört vor allem, ist, dass wir so ein paar Projekte am Laufen haben gerade. Und ich bin umgeben von Projekten, die ich hier in diesen Tagen gestartet habe und die in den nächsten Folgen noch zu Gehör gebracht werden. Und ich bin fast ein wenig überarbeitet, was das Thema, was das Thema Pflanzen angeht. Also, es ist sportlich. Wie sieht's bei dir aus, Carla? Ja, also ich würde sagen, direkt ähnlich. Ich habe natürlich nicht nur die kleinen Pflanzenprojektchen, die irgendwie immer mehr und mehr aufpoppen, immer rechts und links kommt ein Neues dazu, sondern auch mit dem Laden bin ich gerade in so ganz spannenden Geschichten verwickelt. Und da freue ich mich halt total, wenn ich da auch demnächst mal was ankündigen kann. Mal gucken, ich bin total aufgeregt, aber ich kann es jetzt einfach, es ist noch zu jung dafür. Aber teasern kann man ja hier schon mal so richtig. Bei dir ist mit dem Laden immer so hoch und runter und hin und her, das ist ja fast so wie bei mir mit den Pflanzen. Ja, das stimmt. Laden auf, Laden zu, Laden Veränderung, Konzeptveränderung, jetzt wieder irgendwie was anderes, das ist ja wirklich, also... Ja, es ist furchtbar, wenn man so viele Ideen hat und keine Zeit hat und dann versuche ich irgendwie alles gleichzeitig zu machen und hier und da und rechts und links und oben und unten und das irgendwie nie zum Ende kommt. Und jetzt bin ich aber bei so ein paar Sachen kurz vor Ende und ich freue mich richtig doll. Aber ihr könnt euch auch auf ganz tolle Sachen freuen, weil Olli und ich haben jetzt dieses Jahr im Prinzip schon komplett bis zum 23.12.24 durchgeplant. Also es wird am 23.12. diesen Jahres die Weihnachtsfolge geben. Die Christmas Edition. Ja, gut, aber dafür brauche ich keine Planung, um zu sagen, dass es da eine Weihnachtsfolge gegeben wird. Es ist ohnehin eine Folge. Also da möchte ich uns mal jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Das klingt irgendwie ein bisschen peinlich. Hey. Aber egal. Wir müssen doch die kleinen Dinge feiern. Ja, du hast ja recht. Wir haben in dieser Folge mal wieder, um mal jetzt zur Gegenwart zu kommen und nicht zur Zukunft, über die wir nichts erzählen können, zur Gegenwart also jetzt, wir haben in dieser Folge mal wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Wir wissen ja, dass vor allen Dingen Folgen mit Gästen bei euch immer so ganz toll ankommen und ihr euch immer freut, wenn ihr nochmal über unsere, also Carla und meines Pflanzenwelt hinaus, Dinge erfahrt von Experten und solchen, die ihr auch schon kennt und solchen, die er nicht kennt. In diesem Fall sind viele, die uns folgen und uns hören, sicherlich in der Situation, dass sie unseren heutigen Gast durchaus kennen. Carla, wen haben wir denn dabei? Wir haben heute den Crazy Plant Boy, also Glenn, vor dem Mikrofon sitzen. Schön, dass du da bist, Glenn. Vielen lieben Dank. Danke, Olli. Danke, Carla. Der wackelt schon ganz nervös hin und her, steht vor seiner Pflanzenwand, die er auch von YouTube ja kennt. Da kennt ihr den Glenn eben natürlich her, denn der macht da seit sehr langer Zeit schon Videos zum Thema Pflanzen. Glenn, wie lange läuft das eigentlich schon? Mit YouTube oder mit Pflanzen? Nee, mit YouTube so. Ich glaube, es sind 3 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Es ist echt lange. Viel länger, als ich es mir selber vorstellen könnte. Jetzt bist du aber nicht professioneller YouTuber, sondern du hast auch richtig was gelernt und arbeitest auch nebenher noch. Was machst denn du eigentlich? Das wissen die wenigsten, glaube ich. Ich, Karl hat sich gerade gestoßen. Sorry, ich habe mich gerade voll gestoßen. Danke, dass ich das miterleben durfte. Ich habe, eigentlich komme ich aus dem Marketing und bin dort im Branding zuständig, also im Markenaufbau und helfe Unternehmen, dass Menschen in eine Marke verliebt sind oder diese Marke mögen. Und habe dann aber für mich erkannt, dass YouTube meine absolute Passion und mein Job, meine zweite absolute Passion, überhaupt nicht zusammenpassen und habe mich deswegen entschieden, ins Projektmanagement zu wechseln. Dort habe ich weniger Verantwortung und kann mich mehr auf meine große Pflanzenleidenschaft konzentrieren. Oh, das hört sich aber super spannend an. Und macht auch Spaß. Ja. Baust quasi deine eigene Marke auf jetzt. In etwa, ja. Also theoretisch ist es ganz lustig, denn vieles von dem, was ich beruflich mache, mache ich bei mir selber nicht. Das ist aber immer so, oder?
Man gibt anderen Leuten immer die besten Ratschläge. Und spannenderweise, eine richtig gute Freundin von mir, mit der habe ich mal zusammengearbeitet. Und mit der war ich auch mal in einem Team. Und dann hat die mir immer irgendwelche Sachen gesagt, wo ich mir dachte so, ja, das haben wir alles schon mal zusammen in Meetings besprochen. Und gerade betest du mir das nochmal runter. Und das klingt voll schlau. Ich glaube, das mache ich. Und dann geht's am Ende wahrscheinlich auf, oder? Das weiß ich noch nicht. Ah, okay. Ich nehme erst Ratschläge seit diesem Sommer entgegen. Vorher war ich eher im, ich weiß, also vorher war das Beruf und Content-Erstellung so sehr jonglieren. Und jetzt, wo das Buch geschrieben ist, kann ich mal so ein bisschen durchatmen. Das ist natürlich auch eine Sache, die richtig cool ist, was du jetzt gerade angesprochen hast. Du hast ein Buch geschrieben. Voll Hammer. Klar, also Annabelle und ich haben das geschrieben und das ist einfach, also absolutes Traumprojekt, aber hat viel Zeit gekostet. Ja, vor allen Dingen ist es ja ein Buch, was es so ja in der Form auch noch nicht so richtig gibt. Also es gibt ja viele Pflanzenbücher, ne? Aber du hast dich ja der Pflanzenvermehrung da drin gewidmet, ne? So habe ich das auch noch nicht gesehen, ne? Gratis Zimmerpflanzen. Ich habe das sogar hier direkt bei mir liegen, das ist mit Widmung. Von Herzen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Danke. Jetzt aber mal zurück zu deinen Pflanzen. Was war denn deine allererste Pflanze? Wenn ich von der allerersten Zimmerpflanze ausgehe, die ich tatsächlich selbst besessen habe, also ich bin mit Pflanzen groß geworden, aber ich hatte ja theoretisch keine eigenen, denn die haben ja entweder meiner Oma oder meiner Mutter gehört. Und deswegen würde ich die erste Zimmerpflanze, die ich selbst hatte, als die Zimmerpflanze zählen, die ich zum Auszug geschenkt bekommen habe. Und das war eine Crassula ovata, ein Pfennigbaum, oder wie kann man den noch nennen? Geldbaum, genau, Pfennigbaum, Geldbaum. Jadebaum, ja. Irgendwie so. Ja. Genau, das war meine allererste ganz eigene Zimmerpflanze. Die wächst gerade auf dem Balkon. Dann, hat das dann direkt bei dir irgendwie so den Schalter umgelegt, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt auf jeden Fall Zimmerpflanzen sind mein Ding, oder hat das noch eine ganze Weile bis dahin gedauert? Eine ganze Weile nicht, eher, dass ich mich zurückerinnern musste an die Liebe, die ich mit Pflanzen verbinde. Ich bin mit Zimmerpflanzen oder mit Pflanzen im Allgemeinen groß geworden. Meine Oma hatte einen Garten mit einem sehr, zerfallenden Gewächshaus. Aber die hat Pflanzen angebaut teilweise. Die hatte wirklich einen riesengroßen Garten. Wir hatten noch einen anderen großen Garten. Meine Mama hatte einen Garten. Also es war immer Natur um mich herum. Und ich habe diese ganze, oder die Pflege rund um Pflanzen mit sehr viel Liebe verbunden. Und gerade nach meinem Auszug hat mir diese Liebe in meinem Leben gefehlt. Das ist schön, dass du Liebe damit verbunden hast. Ich habe damit immer irgendwie Bestrafung verbunden, weil ich dann irgendwie Unkraut wegmachen musste. Ganz ehrlich, dafür bin ich zu bockig. Unkraut, meine Mutter hat das auch mal versucht, dass ich Unkraut wegmache. Aber dann war ich immer so, ich mache erst wieder Unkraut, wenn du mal Unkraut machst. Oh. Und meine Mutter hatte auch keinen Bock auf Unkraut und somit musste ich kein Unkraut mehr machen. Aber meine Oma hat mich zum Beispiel alles im Garten machen lassen. Ich durfte 3 Meter tiefe Löcher buddeln, ich durfte Bäume ansehen, Studentenblumen, Bohnen, überall alles verteilen. Also sie hat mich wirklich alles machen lassen. Es war viel Freiheit, viel Geborgenheit, viel Liebe. Und die habe ich nach meinem Auszug gebraucht, weil ich die so ein bisschen für mich verloren hatte. Und habe mich dann wieder daran zurückerinnert, wie sehr ich Pflanzen liebe und habe angefangen, wie wild Pflanzen großzuziehen. Und nach und nach hat sich dann die Wohnung immer mehr gefüllt. Und weil ich natürlich richtig broke war, weil Student, ausgezogen und alles sowas, hatte ich kein Geld für Pflanzen, habe ich halt Pflanzen verkauft oder getauscht. Aber du hast ja gerade gesagt, der Geldbaum steht immer noch auf dem Balkon. Mhm. Ne? Das ist ja bemerkenswert, dass ausgerechnet die erste Pflanze noch lebt. Klar, die hat doch, also hier sind so viele Pflanzen, die einfach einen sentimentalen Wert für mich haben. Viele Personen, also entweder meine erste Pflanze oder Personen, die es leider nicht mehr gibt, von denen ich die gesamten Pflanzen übernommen habe, die stehen hier alle um mich herum und die werden hier wahrscheinlich auch immer bei mir bleiben. Ja, da drängt sich ja auch direkt die Frage auf, wie viele Pflanzen hast du denn aktuell so? Gefühlt weniger als jemals zuvor. Wahrscheinlich nicht mehr als 250. Ich habe da so ein Video gesehen. Und in diesem Video, da sprichst du mit Jael und da sagst du ihr, dass du ungefähr 800 Pflanzen in deiner Wohnung hast. Hattest, genau. Ja, genau. Das war hardcore. Das war wirklich, also hatte ich kein Leben. Das war wirklich krass. Also das ist auch wirklich eine krasse Zeit gewesen. Das glaube ich dir. Was heißt denn 800 Pflanzen? Wie kann man denn 800 Pflanzen in der Wohnung haben? Was hast du denn für eine Wohnung? Naja, fang einfach irgendwann an, Regale zu haben. Also wenn die Wände voll sind,
in Regale passen echt viele Pflanzen, wenn man die sehr eng stellt. Boah. Hm. Aber wie du sagst es selber, ja, ich hab ich krieg schon hier so, du sagst selber, ich hatte kein Leben. Das bedeutet ja wirklich, du musst die ja alle pflegen und das, und gerade wenn man, ich weiß nicht, wie lange das her ist, und wenn man dann noch YouTube-Pflanzenexperte ist, mit dem Druck, ich weiß alles und ich weiß, wie man die Pflanzen pflegt, hat man ja auch durchaus so einen Erfolgsdruck, da darf ja eigentlich nichts schief gehen, so, ne? Oder? Ist das Stress gewesen, so viel Stress gewesen, dass du gesagt hast, jetzt geh mal runter auf 200? Naja, also 800 Pflanzen war schon wirklich der Punkt, wo ich mir dachte, okay, auf der einen Seite war es mir ziemlich cool, weil ich war mal in einem botanischen Garten und da hieß es, die haben, ich glaube, das waren 700 oder 800 verschiedene Arten. Und ich dachte mir so, ja, komme ich ran. Also hatte quasi einen kleinen Mini-botanischen Garten. Ich hatte aber auch sehr viele Pflanzen sehr oft in dem Video, zum Beispiel, was du angesprochen hast mit der Jael, habe ich auch erwähnt, dass ich mir einmal von einer Pflanze 100 Stück gekauft habe, weil die im Angebot war. Ich neige auch zu impulsiven Großkäufen. Das ist wirklich... Aber warum? Warum? Keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. Aber 100 Pflanzen... War ein Schnäppchen. Da sind die. War ein Schnäppchen. Da sind die Glühbirnen durchgebrannt. Es gibt diese wunderbare Szene von Loriot. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wie er in den Laden kommt. Er ist gerade Pensionär geworden und kommt in den Laden und will ein Senfglas kaufen. Und weil er immer so ein Erbsenzähler ist und so Rabatte irgendwie so da generieren möchte, fragt er dann irgendwie so, was ist, wenn er 100 Senfgläser nimmt, und er fährt dann mit so einer Palette Senfgläser hinterher raus. Und so stelle ich mir das jetzt auch bei dir vor, dass du dann sagst, komm, war im Angebot, ich kaufe mir 100. Ich fühle mich sehr angesprochen von dieser Situation, die du da gerade beschrieben hast. Es war Schnäppchenjäger. Ich konnte es nicht sein lassen. Also wirklich, Annabelle hat die schlimmsten Sachen mit dir durch. Ich glaube, ich hatte auch immer irgendwann den Anspruch, ich hole mir einfach 25 von irgendeiner Art. Und das war dann immer so meine magische Zahl, die ich nicht unterschreiten konnte, und habe dann immer geguckt, wie ich bestmöglich mit der Pflanze vorankomme. Auch zum Beispiel, du hattest in der letzten Folge mit den Spinnenmilben vom Philodendron Phocatum gesprochen. Unglaublich anstrengende Pflanze, die gefühlt immer Spinnenmilben hatte. Und dann bin ich wie so ein kleiner Chihuahua, der in den Knochen beißt und sich denkt so, ich krieg das auf jeden Fall hin, ich schaffe das. Und dann hole ich mir so viele Pflanzen, bis ich die Pflanze pflegen kann. Dafür, ja. Also ich weiß auch nicht, warum es in dem, also ich weiß wirklich nicht, warum ich das teilweise gemacht habe. Inzwischen kenne ich mich aber, und wenn ich kurz davor bin, mir von einer Pflanze viele zu holen oder im Allgemeinen viele Pflanzen, frage ich inzwischen manchmal andere Personen, glaubst du, das ist eine doofe Entscheidung? Häufig kriege ich dann die Antwort ja zurück. Jetzt hast du ja schon davon auch gesprochen, dass du ja die Pflanzen auch pflegst. Und zwar, wenn du dir am Anfang ja auch Pflanzen geholt hast, um so ein bisschen dich und deine Liebe wiederzufinden. Wie war das dann mit den Pflanzen, die du am Anfang hattest? Hast du viele Anfängerfehler gemacht oder warst du direkt so, grüner Daumen ist mit dir geboren und das hat alles funktioniert? Also ich glaube, das allgemeine Verständnis für Pflanzen, das hat mir meine Oma sehr, sehr gut beigebracht. Also einfach die Zeichen einer Pflanze so ein bisschen zu lesen und zu verstehen, was will die jetzt eigentlich von mir? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche Personen diesen Bezug, eine Pflanze anzugucken und sich zu denken, ah ja, das Blatt, hier ist gerade zum Beispiel vor mir eine Pflanze, das ist schön prall, oder das hängt ein bisschen, woran könnte es liegen? Ja. Dieses Gefühl, das hatte ich schon häufig oder schon immer sehr früh mit in die Wiege gelegt bekommen von meiner Oma. Einfach auch, die brauchte eine Gartenhilfe. Es gab mein Opa nicht mehr. Die brauchte irgendjemanden, der für sie den Garten macht. Eine billige Gartenhilfe. Genau, das war ich. Einfach so motivierende, billige Gartenhilfe. Und die mit einem Essen zufrieden ist. Ja, einem Essen und einem Lächeln hat mir gereicht. Und eine kurze Umarmung. Ja. Das war alles, was ich wollte. Ja. Und deswegen habe ich ein allgemeines Verständnis für Pflanzen und ich bin sehr, sehr neugierig. Und wenn ich was nicht weiß, versuche ich das unglaublich gerne herauszufinden und tauche stundenlang in irgendwelche Themen ab, nur weil ich irgendwie wissen will, nach der wievielten Anwendung ist Milch genauso effektiv wie ein Antipilzmittel bei der Behandlung von Mehltau. Und dann will ich das wissen. Wenn mir jemand sagt, nimm doch Milch statt eines Pilzmittels, dann denke ich mir so, okay, wo ist der Unterschied? Wann ist es gleich effektiv und kann Stunden damit verbringen, herauszufinden, was das Ergebnis ist. Und bin sehr wissenshungrig. Nach der 5. Anwendung ist das Pilzmittel und Milch gleich effektiv.
Krass, dass ich mich daran sogar noch erinnern kann. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, warum soll ich denn Milch nehmen, das ja auch ein tierisches Produkt ist? Irgendwie. Theoretisch ja, aber ja, das andere irgendwie tötet natürlich alle Pilze ab. Aber es muss laktosehaltige Milch sein. Man weiß noch nicht warum, aber es kann sein, dass gerade die Laktose das Wichtige ist. Ich vertrage keine Laktose. Willkommen im Club. Ja, manchmal kaufe ich mir Milch, nur damit ich kein Pilzmittel benutze. Denn das Problem ist natürlich, das Pilzmittel tötet ja alle Pilze. Und das ist natürlich ganz doof für den Boden. Absolut richtig. Sehr schön. Wir haben gerade schon gesprochen darüber, dass du sagst, jetzt so ein bisschen pflanzenmäßig reduzieren. Trotzdem sehe ich ja immer wieder, dass du dir irgendwelche Pflanzen kaufst. Die ganze Zeit. Und ich denke dann immer, ja, okay, was hat er für sich eine Regel gefunden? Also es gibt ja so Menschen, die sagen, wenn ich mir ein Kleidungsstück kaufe, der Kleiderschrank ist im Prinzip voll. Kaufe ich mir ein Kleidungsstück, muss ein anderes gehen. Sonst kaufe ich mir nichts. Ja, also das ist offensichtlich nicht die Strategie, die du anwendest, wenn es um Pflanzenkäufe geht. Es sammelt sich. Also ich denke immer, wo steckt da das alles noch hin? Ja, also, du hast gesagt, 200 sind's, aber wächst es dann auch mal auf 250 wieder? Oder bist du da irgendwie ein bisschen strukturiert? Entschuldigung, das finde ich kommt großartig. Kommt als Antwort nur so nein. Also ich gehe mal davon aus, es sind irgendwas zwischen 200 und 250. Ich möchte auch theoretisch gar nicht nachzählen, weil wenn es mehr sind, finde ich das, glaube ich, schwierig. Aber inzwischen habe ich angefangen, einfach mehrere Pflanzen in den Topf zu machen. Ich habe zum Beispiel letztens richtig schöne Sukkulenten geholt und davon einfach 5 in einen Topf gemacht. Und somit habe ich statt 5 Töpfen, die ich irgendwie unterbringen musste, nur noch das Problem gehabt, einen Topf zu finden. Und den habe ich auf den Balkon gestellt. Somit sehe ich noch gar nicht, dass die Wohnung voller geworden ist. Das ist natürlich clever. Okay. Ja. Der Balkon ist dieses Jahr aber wirklich so voll wie noch nie zuvor. Ich weiß auch nicht, was auf einmal dieses Jahr passiert ist, aber ein Stuhl passt mit Biegen und Brechen. Hast du denn überall Pflanzen? Also ich weiß nicht, wie groß die Wohnung ist oder so, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich stelle die Pflanzen nur in einen Raum oder je nachdem, ich will die ja nicht in die Sonne stellen, aber du hast ja auch viele Kakteen, die kannst du dann auch in die Sonne stellen. Also gibt es das bei dir, dass du sagst, ich beschränke mich da, was die Räumlichkeiten angeht, oder ist überall alles verteilt? Schlafzimmer, Badezimmer, alles? Also ich glaube, der einzige Ort, der keine Pflanzen hat, ist die Fensterbank vor der Küche. Sonst sind alle Fensterbänke belegt. In den Innenhof sind die Fensterbänke außen ein bisschen breiter. Da passen auch noch Pflanzen rauf. Es gibt allerdings Räume, die haben weniger Pflanzen. Die Küche und auch das Bad haben weniger Pflanzen. Einfach, Küche ist kein anderer Platz, da stehen ja Küchengeräte. Bad ist das Fenster nicht so, Fensterbank nicht so groß. Aber sonst in jedem Raum. Überall. Kannst du denn auf dem Balkon sitzen? Ja, mit oder, einem Stuhl. Ja. Ansonsten ist es aber schon so, dass du in der Wohnung wohnst und nicht die Pflanzen. Und das ist mein Punkt, wo ich für mich gerade noch so ein bisschen am Hadern bin, weil ich für mich gemerkt habe, ich lebe in einer Wohnung für die Pflanzen. Und ich glaube, was eine Entwicklung wäre, die mir auch besser täte, oder ja, die für mich gesünder wäre im Endeffekt. Wobei Pflanzen machen mich wirklich sehr, sehr glücklich, sonst hätte ich nicht so viele davon. Aber wo ich mich langfristig, glaube ich, hinentwickeln möchte, und das ist ja auch dieser Weg, den ich nach und nach gehe, von diesen 750 hin auf diese 250, dass ich halt nicht mehr für die Pflanzen in meiner Wohnung bin, sondern dass die Pflanzen die Wohnung unterstreichen. Jetzt ist natürlich das Ding, in der Zwischenzeit sind die Pflanzen noch alle größer geworden. Als ich die noch hatte, waren die echt winzig klein und haben nicht so viel Platz verbraucht. Und inzwischen die ich mir halt vor 15 Jahren geholt habe, die halt noch 5 Zentimeter hoch waren, ja, die sind halt jetzt 1 Meter hoch. Also während ich meine Zimmerpflanzenanzahl verkleinere, wachsen die Pflanzen und werden größer. Wie ich das löse, keine Ahnung. Bei mir ist es ja immer so, ich habe jetzt auch über die 2,5 Jahre, die wir den Podcast haben, durchaus deutlich mehr Pflanzen bei uns. Ich habe sehr viel Quadratmeter, wohne auf dem Land. Da kann man sich das leisten, so viele Quadratmeter zu haben, anders als in Berlin oder in anderen Großstädten. Aber es verläuft sich, sag ich mal. Ne? Trotzdem habe ich in mir das Gefühl, dass es mich durchaus manchmal stresst, mich um Pflanzen kümmern zu müssen, weil ich ja noch andere Dinge tue. Also man hat ja, ne, ich habe ja noch Familie und so, und man hat noch einen Job, und dann will man ja vielleicht auch einfach nur mal die Füße hochlegen und mal nichts tun. Und ich meine, und zwischendurch bin ich natürlich auch immer dem Spott meiner Frau ausgesetzt, die dann wieder sagt, ja, was fummelt er da wieder an den Pflanzen rum? Ne? Also das ist ja auch, mir fehlt einfach der Rückhalt.
Also es ist. Du musst sie einfach auch mit Pflanzen anstecken. Finde eine Gattung, die sie liebt, und dann hol mehr davon. Ja, nee, ich glaube, das wird nicht passieren. Es ist einfach, wir haben so viel zu tun, deswegen, so im Family Management, sag ich mal, dass es manchmal bei mir so ein bisschen so ein Stressgefühl auslöst, sowas machen zu müssen. Nee, du musst, also ich wende einfach meine beruflichen Techniken auf meine Pflanzenpflege an. Ich habe alles richtig schön in Tickets organisiert, die ich mir selber schreibe, und gebe mir Storypoints für das Erledigen von Aufgaben. Und dann habe ich da überall viele kleine Blöcke, die ich hin und her schiebe zwischen muss ich noch machen, mache ich gerade, habe ich erledigt. Und dann habe ich immer eine ganz gute Übersicht, wo ich gerade stehe bei meiner Pflanzenpflege, belohne mich mit Punkten, versuche eine Mindestpunktzahl pro Woche zu erreichen. Nein, ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, doch. Das ist echt? Ja. Ich mache da so ein bisschen Gamification mit. Das ist ja. Ach, so. Ja. Und mit irgendwelchen, mit Apps oder was? Oder hast du Zettel oder was? Nee. Oder bist du da analog unterwegs oder digital? Also mit Trello. Das ist günstig und einfach schnell aufzusetzen. Also ich könnte es auch noch krasser machen. Ja. Die eine Freundin, super, von der ich gesprochen hatte, mit der ich zusammengearbeitet habe, die ist zum Beispiel die liebt Notion. Das ist ein deutlich komplexer. Ja. Ich bin einfach ein Trello-Boy. Das geht, ist easy peasy und geht super schnell. Okay. Also es ist, finde ich echt spannend. Also das, vielleicht einige hören jetzt gerade auf und denken so, okay, kann ich mir auch mal überlegen, wie ich das so organisiere hiermit. Ich krieg sogar fürs Töpfeputzen Punkte. Ah. Wenn ich 10 Töpfe putze, kriege ich 0,5 Punkte. Oh, das ist aber wenig. Da hätte ich schon gerne 2 für gehabt. Das ist egal, welche Größe. Ich kann auch schummeln. Ich kann auch so kleine Töpfe nehmen, die halt nur so einen Durchmesser von 5 cm haben. Und gibt es bei einer bestimmten Punktzahl, gibt es irgendwelche Goodies dann oder was? Darfst du in den Urlaub fahren einen Tag, oder? Nee. Aber da muss es eine Belohnung geben. Also ich glaube, ich würde mir bei wenn es so lange dauert, bei, ein Snickers. Ja, Snickers. So was kleines Leckeres. Ich esse schon sehr viel Snickers. Ich würde wahrscheinlich, mich motiviert das einfach, die Punkte zu erreichen. Ja, okay, alles klar. Und ich weiß dann halt auch, den Pflanzen geht's gut. Ich habe manchmal Phasen, es gibt auch mal Wochen, da schaffe ich meine Punkte nicht, aber durchschnittlich schaffe ich pro Jahr nur in 4 Wochen meine Mindestpunktzahl. Sterben denn dann bei dir noch Pflanzen oder ist das? Ja, leider. Also es sind natürlich, dadurch, dass es weniger Pflanzen sind, sterben auch weniger. Ist ja bei 800, ist klar. 500, 600, 500, da sterben einfach mehr. Da bin ich auch mal, ich bin ein Wochenende weggefahren und dachte, brauche die Pflanzen nicht gießen. Und dann ist mir meine ganze Regalebene verstorben, weil halt getrocknet ist. Das war wirklich super schade. Die Pflanzen sahen so toll vorher aus. Und ich habe es gedacht, also es wird halt in meiner Wohnung auch schnell warm. Das ist auch das Problem. Und dann kann es passieren. Deswegen war auch für mich so Selbstbewässerung so ein krasses Thema, weil ich hatte sehr lange sehr viele Pflanzen in Erde. Und wenn ich in Erde auf einmal Temperaturschwankungen habe von 15 Grad auf 30 Grad und bin genau das Wochenende weg, dann vertrocknen die mir halt. Das ist halt doof, aber ich habe ja immer ausreichend Ersatzpflanzen. Ja. Mhm. Hast du denn alles durchgängig durch alle Pflanzengattungen in deiner Wohnung? Also du hast ja eigentlich, du zeigst ja auch immer eigentlich alles Mögliche, von den Kakteen bis zu den Efeututen, Anthurien, alles Mögliche. Ich habe keine Nepenthes. Nepenthes habe ich okay. Nicht. Ich habe keine. Das habe ich noch nicht. Wird schon eng, ne? Ich guck gerade so hier rum. Also ich habe bestimmt. Hat das einen Grund, dass du die nicht hast? Ich bin gewillt, den anderen Pflanzen diesen Premium-Standort zu gönnen. Ich hätte genau den richtigen Standort für die Pflanze, aber da wächst eine andere. Aha. Ich habe noch keine Lust, die dahin zu machen. Die würde mir zu viel Platz wegnehmen. Ich brauche jetzt inzwischen ja nur noch eher kleine. Also ich habe gerade so eine lebende Steinphase. Ich liebe gerade Droseras, weil die auch nicht so groß werden. Airplants sind auch super praktisch, kann man überall hinhängen, über alle Pflanzen rauf. Das heißt, ich brauche keinen Platz mehr auf den Fensterbänken, sondern kann darüber zum Hängen. Ich habe bestimmt Gattungen nicht. Es gibt so viele Pflanzengattungen, da sind bestimmt ganz viele dabei, die ich noch nicht habe. Ja, ja, klar. Aber du hast schon sehr, sehr viel unterschiedliche. Welche Pflanzengattungen habt ihr denn nicht? Oh, ganz viele. Einige, also. Okay, von welcher habt ihr am meisten? Philodendron. Ich habe von allem irgendwie so ein bisschen. Also es ist nicht so viel, wie man so denkt. Ich habe immer so vereinzelte, irgendwie so 2, 3 Anthurien, dann ein paar Philodendren, dann ich bin ja gerade bei den. Ja, Alokasien habe ich aber auch noch. Alokasien habe ich nur eine, oder 2. Und da bin ich ja immer nicht so richtig Fan von. Und ansonsten gerade natürlich die Fleischfressenden machen mir im Moment gerade so viel Freude. Welche?
Alle. Alle? Also also Nepenthes habe ich nicht, weil ich dann immer so denke, wenn jetzt der Winter kommt, dann habe ich nicht so einen Premium-Platz, da bin ich so ein bisschen skeptisch, dass ich die durch den Winter kriege, so, da weiß ich nicht. Also für dich vielleicht, aber traue ich mir gerade einfach selber gar nicht so richtig zu. Und deswegen findet das meiste gerade draußen statt, ne? Also alles, was im Moorkübel rumwächst, das ist eine wahnsinnige Freude. Mhm. Also eine von meinen Schlauchpflanzen, die blüht gerade. Das sieht richtig schön aus. Ja, das Glück hatte ich leider noch nicht. Und in der Vitrine sind auch so ein paar Fettkräuter drin, die mir da so ein bisschen die Trauermücken wegfangen. Auch ganz toll. So, das macht mir echt Freude. Ja, habe ich mich auch lange nicht reingetraut. Ja, mir machen meine TC-Pflanzen richtig Freude. Die sind, die... Immer sie da mit diesen TC-Pflanzen bei mir tiefe Wunden an, weil die bei mir ja fast alle kaputt gegangen sind. Allerdings, weil ich zu dämlich war und nicht aufgepasst habe und die mehr vertrocknet sind. Also, weil die waren eigentlich gut, aber ja, ich war einfach so doof. Die sind nicht nur eigentlich gut, die sind richtig toll und die haben jetzt bei mir alle ihr drittes Blatt bekommen. Und du fängst mit denen in diesem Gelee da an? Richtig, genau. Die sind in der Nährlösung und dann ja, wäscht man die mit so einem Antipilzmittel, glaube ich auch. Und dann sind die erstmal ganz lange in dem Sphagnummoos und ich habe sie da jetzt einfach drin gelassen und denen geht's richtig gut. Cool. Ja. Habe ich mir noch nie geholt, tatsächlich. Mach das mal, das ist eine richtig coole Sache. Ich habe auch schon überlegt, einfach mal so als zum Spaß, als kleine Herausforderung, ich stelle mir aber gerade auch viele Herausforderungen, aber ja, das finde ich cool. Da muss ich nochmal mit dir, wenn ich euch am Freitag sehe, nochmal mehr drüber quatschen. Oh ja, da freue ich mich schon. Das stimmt. Da sehen wir uns nämlich, weil wir alle zusammen bei der GardenCon sind. Das ist so ein Garten-Blogger-Treffen und an dem Carla und ich sogar auch dabei sind, obwohl wir mit Garten zumindest nicht so Zimmerpflanzen sind auch Gärtner, ist auch Gärtnern auf kleinem Raum. Ja, da hast du natürlich völlig recht, ne? Ja, ganz klar. Aber wo dann ist im Prinzip TC-Pflanzen ist ein schönes YouTube-Video-Thema, womit wir dann gleich irgendwie beim Thema wären, YouTube. Das ist ja dann auch irgendwann in dein Leben gekommen. Werbung. Wir haben ja jetzt schon einiges über Glenn und seine Pflanzenwelt erfahren. Jetzt wollen wir mal kurz über etwas sprechen, bei dem Glenn auch seine Finger im Spiel hatte. Und zwar etwas, das wir Substratis ja alle brauchen können und das Glenn zusammen mit dem bekannten Substratproduzenten FloraGard entwickelt hat. Und die machen ja wirklich viele tolle Erden, aber jetzt eben nicht nur die. Und zwar geht es um den FloraGard Green Jungle Mix. Der Green Jungle Mix ist ein mineralisches Pflanzsubstrat, mit dem ihr euer Pflanzengame auf ein ganz neues Level heben könnt. Dieser mineralische Mix ist sogar mehr als nur ein Substrat. Er ist der Turbo für deine grünen Schützlinge und durch seine grobe Struktur sorgt er nicht nur für eine optimale Belüftung, sondern auch für ein richtig üppiges Wachstum. Das ist wirklich ein tolles Produkt, gerade für so Pflanzenanfänger, wie ich einer war und ja irgendwie auch noch bin. Der Green Jungle Mix ist langlebig und nachhaltig, besteht aus BIMS, Zeolit und Lava. Er ist nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlich, denn wenn ihr ihn einmal verwendet, dann könnt ihr ihn auch immer wieder recyceln und deine Pflanzen damit jahrelang am Leben erhalten, weil er eben wiederverwendbar ist. Für wen oder was ist der Green Jungle Mix eigentlich geeignet? Der Mix ist nicht nur für Profis gut, sondern auch für Pflanzenanfänger. Er ist ein Wachstumsbeschleuniger, das heißt schneller, stärker, grüner und gesünder. Er ist ideal für Semihydrokultur in Pflanzgefäßen mit Wasserspeicher und für Pflanzen, die ein luftiges Substrat bevorzugen. Der Green Jungle Mix beugt dem Schädlingsbefall vor und auch Traumücken gehören somit der Geschichte an. Und im Garten kannst du deine Kübelpflanzen total schön verzieren. Also den Green Jungle Mix auf die Erde legen und damit verhinderst du, dass deine Pflanzen zu schnell austrocknen. Der Green Jungle Mix ist also mehr als nur ein Substrat. Der ist super gut für deine Pflanzen, einfach zu benutzen und eine Investition in die Zukunft deiner Pflanzen und unseres Planeten. Wenn ihr jetzt Lust habt, den FloraGard Green Jungle Mix vom Crazy Plant Boy auszuprobieren, dann haben wir jetzt noch eine wunderbare Nachricht für euch. Bis zum 6. Oktober könnt ihr auf amazon.de oder in der Amazon-App einen 5% Coupon aktivieren, aber nur, solange der Vorrat reicht. Alle Infos dazu und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende. Wie war denn diese Entscheidung zu sagen, jetzt gehe ich mit dem Ding auch noch vor die Kamera? Ja, ich bin sehr kamerascheu, muss ich dazu sagen. Ja. Ich mag das Perfekt. Überhaupt nicht.
weil eigentlich stehe ich hinter der Kamera und organisiere eher so TV-Kampagnen oder mache Fotoshoot, also beauftrage sowas und suche mir dann professionelle Leute, die vor der Kamera stehen und die das alles für mich machen und ich gucke halt nur, dass alles so läuft, wie ich es mir gedacht habe. Dann der Schritt, selber vor die Kamera zu stehen, oder selber vor der Kamera zu stehen, war durch Annabelle geschuldet. Ich habe ja so ein bisschen versucht, meine Pflanzensammlung zu diversifizieren und einfach, ja, ich brauchte Geld für Pflanzen, also habe ich Pflanzen verkauft. Und also eigentlich immer, wenn ich Pflanzen verkaufe, kann man sich ganz sicher sein, dass ich mir neue Pflanzen kaufen will, weil mein Ansatz nämlich immer ist, meine Pflanzen sollen neue Pflanzen tragen, also müssen Pflanzen vermehrt werden. Deswegen auch das Buch zur Pflanzenvermehrung, weil ich wirklich schon, seitdem ich Pflanzen habe, Pflanzen vermehre. Auf jeden Fall haben wir die immer bei Kleinanzeigen angeboten, die Pflanzen. Und es gab dann immer zu den ganzen Pflanzen, entweder auf Instagram, da habe ich zu der Zeit, glaube ich, nur Fotos aus botanischen Gärten gepostet, oder auf Kleinanzeigen immer wieder die gleichen Fragen. Deswegen hatten wir dann irgendwann schon so Texte, so ein bisschen mit Stichpunkten, die man halt dann schnell copy-pasten konnte, weil die Fragen sich halt so oft gedoppelt hatten. Und dann meinte Annabelle, jetzt ganz ehrlich, mach doch einfach mal ein Video mit mir. Ich weiß, du hast darauf keinen Bock, aber bitte lass dich doch, sieh das als, also weil ich spreche mit Menschen, die ich mag sehr gerne, aber wenn ich Menschen nicht kenne, habe ich Angst. Mhm. Und das ist für mich total eine einschüchternde Situation und dann fange ich sehr schnell an zu zittern und bin extrem aufgeregt. Und Annabelle meinte, unterhalte dich nur mit mir, vergiss die Kamera und du redest nur mit mir. Rede genau mit mir, wie du sonst immer mit mir redest. Und nichts ist anders. Und dann hat sie mir eine Flasche Wein hingestellt. Und dann haben wir das erste Video gedreht. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie das Ende vom Video war. Wow. Das war das erste Video. Hast du dir das, was war denn das thematisch das erste? Also, das war Pflege und Vermehrung von einem Ficus elastica schiveriana. Und damals, bewusst, also Annabelle und ich bringen uns ja Videos drehen, schneiden und den ganzen Prozess alles selbst bei oder fragen Personen in unserem Umfeld nach Hilfe. Ja. Und da weiß ich noch ganz genau, ich hatte so einen Zettel mit Stichpunkten, aber das war dann wirklich sowas wie Standort, Licht und nichts dazu. Und ich hole beim Reden sehr gerne aus und komme komplett vom Thema ab und verliere mich dann in dem, was ich sage und weiß nicht mehr, was ich vorher gesagt habe. Das ist echt unpraktisch beim Drehen, haben wir da festgestellt. Auf jeden Fall habe ich dann immer vergessen, auf welchen dieser Zettel ich jetzt oder wo ich da jetzt eigentlich gerade bin, was ich schon gesagt habe und das wussten wir nicht. Also war das ein sehr großes Hin und Her. Und dazu kam halt dann noch, dass ich irgendwann sehr angetrunken war und dann nicht mehr genau wusste, was jetzt überhaupt eigentlich noch abgeht. Aber nachdem wir so viele Fehler auch später gemacht haben, wir haben Tonspuren gelöscht, wir haben aus Versehen ganze Videos gelöscht. Oh nein. Wir haben ohne Ton aufgenommen, wir haben einmal ein Umtopf-Video zweimal drehen müssen, einfach nur, weil wir die Pflanzen fertig umgetopft hatten und den Ton vergessen haben anzumachen. Deswegen haben wir uns dann irgendwann angefangen, gröbere Strukturen vom Video aufzuschreiben, einfach nur, damit ich weiß, wo ich bin und dass, falls was mit der Aufnahme passiert, man das halt wiederholen kann. Weil das waren in den ersten Videos, die wir gedreht haben, die waren nicht wiederholbar. Und wir haben einfach so viel falsch gemacht, dass nach und nach wir mit sehr vielen Fehlern sehr viel gelernt haben. Und jetzt wird nicht mehr so viel gesoffen, hoffentlich. Nein, ich war wirklich, ohne Scherz, ich war nur bei den ersten beiden Videos habe ich getrunken. Danach habe ich für mich gesagt, ich möchte das jetzt auch ohne können. Und ich möchte mich auch ohne trauen. Und ich bin auch deutlich zuverlässiger in meinen Worten, wenn ich nüchtern bin. Das ist natürlich aber auch irgendwie sehr charmant, muss ich sagen. Aber es hätte sonst nicht geklappt. Ich hätte mich das nie getraut. Wirklich, niemals. Wow. Oh, also es ist quasi in einer Weinlaune entstanden. Ja, und das war nicht mal ein guter Wein. Oh, so ein schöner Süßer, der in den Kopf geht, ne? Wahnsinn. Ja, nee, weiß ich nicht. Wie ist das denn vom Setting? Also du nimmst ja immer vor dieser, ich sag mal, Putzwand auf mit den vielen Efeututen. Ja, wie soll man Beton, das? Ne? Was ist Beton? Ja, okay. Was ist das? Ich habe mich gerade über Putzwand aufgeregt, aber es ist eine Putzwand. Ja, du hast absolut recht. Es ist eine Wand, die mit grob geputzt ist, sozusagen. Genau. Was aber total süß ist, ich weiß, es ist eine Tonaufnahme, aber wir sehen uns ja gerade. Okay, ich versuche das mal so zu beschreiben. Rechts über mir hat irgendjemand, als er hier in dieses Haus eingezogen ist, genau an diese Stelle eine kleine Blume im Topf an die Wand gemalt. Als würde irgendjemand, das war wirklich schön, genau hier befindet sich so ein kleiner Topf und da drüber mit Bleistift eine kleine Pflanze.
Die ist immer nicht im Videoframe. Aber das ist so süß. Irgendjemand, der hier diese erste Tapete mal gemacht hat, hat irgendwie eine Skizze von der Pflanze gemacht. Und hier war musst du einen Rahmen drum machen? Eigentlich schon. Aber ich habe es einfach freigelassen. Eigentlich sollte die Wand. Das ist ein Banksy. Ja. Nein. auf jeden Fall war glaube ich, die erste Tapete war hier so eine Blümchentapete. Das wurde dann weiß tapeziert. Ich fand es irgendwann mal richtig schön, die weiße Tapete abzuziehen und das so ein bisschen rustikaler zu lassen. Und nach habe ich dann die Wand ordentlich gemacht. Aber ja, das hier ist mein Arbeitszimmer. Direkt gegenüber von mir ist mein Schreibtisch. Rechts von mir sind Regale und das Pflanzenset. Okay. Aber dieses Setting war nicht von Anfang an so, ne? Nee, wir haben ganz. Auch da hast du dich professionalisiert. Naja, nicht professionalisiert. Ich habe einfach angefangen, vor dem Regal hier zu drehen. Aber, okay, sieht schon das sehr schön aus. Umgestellt. Ja, okay, wir haben. Das ist schön, ich habe mich einfach woanders hingestellt. Ja, fertig, ja, komm, ja, Freunde. Ja. Nee, also, wir haben sonst noch im Schlafzimmer gedreht. Die allerersten Videos sind alle im Schlafzimmer. Das Ding ist, dadurch, dass halt hier sehr viele Pflanzen in der Wohnung sind, sind hier nicht viele. Oh, ich passe gerade auf die Katze von meiner Mama und kleinen Schwester auf und die fängt jetzt hier an zu maulen. Oh, auf jeden Fall gibt es hier wenige freie Wände in dieser Wohnung, weil ja überall Pflanzen stehen. Und das ist somit der schönste Frame. Früher haben wir halt dann immer ganz viel die ganzen Pflanzen verschoben, damit so ein bisschen schöner aussieht. Und da ich das irgendwann nicht mehr machen wollte, die ganzen Pflanzen immer hin und her schieben, haben wir uns dazu entschlossen, diese freie Wand hier zu nehmen. Frei. Es ist, ich sag mal so, sehr auffällig. Ganz viele zeigen ja auch immer so ganz viel Privates. Ist es bei dir eher so, dass du bewusst nur Pflanzen-Content zeigst und gar nicht so viel im Privaten die Leute mitnimmst? Ich mache nicht so viel anderes außer Pflanzen tatsächlich. Wenn ich was anderes erlebe, dann lasse ich Leute daran teilhaben. Also wenn ich im Urlaub bin, zeige ich eigentlich alles. Ich habe dann teilweise das Gefühl, dass ich sogar die Leute nerve. Aber auf der anderen Seite ist ja mein Instagram-Account, kann ich ja posten, was ich möchte. Aber wenn ich mal essen gehe oder wenn ich mal was erlebe, dann mache ich dazu eine Story. Aber es ist viel mit Pflanzen. Es ist, also Pflanzen ist mein Leben. Okay. Aber es gibt dann aber auch nicht so einen Punkt, wo du sagst, so, das ist mir jetzt zu privat, das poste ich jetzt nicht. Irgendwie keine Ahnung, Location und sowas, wo man dann halt ist. Ich kenne das von den Instagram-Seiten aus Hannover immer, dass sie nicht am selben Tag dann zum Beispiel posten, sondern irgendwie einen Tag später dann sagen, so, ich war jetzt hier und da und das haben wir da gemacht, dass nicht die Leute dann da auch hingehen. Ich würde niemals einschätzen, dass irgendjemand irgendwo hingeht, nur weil ich mich da, das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen wäre mir das, glaube ich, egal. Gut, weil du könntest ja sagen, heute gehe ich einkaufen, heute habe ich mir, Mayonnaise mit Ketchup zusammengerührt und guck mal, wie das schmeckt oder keine Ahnung, weißt du ja, die Lappalien des Alltags, die ja nun bei Instagram durchaus auch ihre Klatscher finden, also ich sag mal, könnte man ja machen, aber muss man ja nicht, wenn man eben sagt, meine Profession ist die Pflanzenwelt und wenn ich etwas mache, dann mache ich auch nur Pflanzencontent und alles das, mit wem ich mich so privat treffe, meine Freunde, meine Familie und wie es bei mir zu Hause aussieht und so, das bleibt bitte außen vor. Ich muss aber nochmal sagen, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ich irgendwie sage, dass ich in einem Baumarkt bin und dann kommt da jemand hin. Das wäre voll cool. Ich bin ja die ganze Zeit immer hier und lerne ja keine Leute kennen. Ich würde mich echt freuen, würde ich mal irgendwelche Leute kennenlernen. Du musst immer nach Hannover kommen, ich komme rum. Ich weiß ganz genau. Deswegen fand ich auch meinen ersten Besuch auf der Botanica so schön, weil halt man angefangen hat, die Leute zu sehen, die man sonst halt entweder vor Kameras sieht oder wenn man einfach mit Leuten mal geschrieben hat und man halt dann auf einmal miteinander spricht, fand dieses Community-Treff deswegen total schön. Aber worauf du nochmal was gesagt hast, ich esse sehr einseitig, muss ich persönlich sagen. Ich esse in der Woche, ich habe ja eine Dreiviertelstunde Mittagspause und in dieser Mittagspause muss ich mir was zu essen kochen, das essen und fertig, also ja, und kurz durchatmen. Das heißt, ich esse eigentlich jeden Tag Nudeln mit Pesto und ich glaube, würde ich anfangen, das zu posten, würde Leuten auffallen, dass ich immer das Gleiche zum Frühstück und zum Mittag esse und das wäre, glaube ich, nicht, dass sich jemand da noch Gedanken macht oder sowas, weißt du? Ja, das kann natürlich passieren. Also wirklich, jeder Tag startet mit einem Tellerbrot, mit Butter, Käse, also Brot, Butter, Käse, Nutella. Ist immer das Gleiche. Der gleiche Käse, die gleiche Nutella, gleiche Butter, alles gleich. Margarine, keine Butter. Aber ja, und dann halt
Vollkornnudeln mit unterschiedlichen Pesto-Sorten. Ich weiß nicht. Also ich finde halt immer das, was ich mache, so unspannend. Ja. Also ich muss ja sagen, ich finde das Pesto Rustico mit Olive richtig lecker. Das solltest du mal ausprobieren. Okay. Ja. Ich werde mal ein anderes Pesto probieren. Ich habe meine drei Lieblinge. Jetzt was ganz Verrücktes. Was ganz Verrücktes. Ich probiere mal ein anderes Pesto. Und eine andere Nudelsorte. Eine Freundin hat mir mal ein Bärlauchpesto und gekauftes empfohlen. Ja, da habe ich mich auch ganz verrückt gefühlt. Nee, aber ich finde tatsächlich mein Leben an sich, außer Pflanzen, habe ich nicht so das Gefühl, also ich finde das nicht so spannend immer. Aber ja, wenn mir jemand sagen würde, dass er das spannend findet, warum nicht, wie ich jeden Tag die gleichen Nudeln esse. Aber es geht mir auch so, wenn ich dann im Großmarkt bin, dann ist irgendwie auch so, ja, du kannst jetzt schon wieder sagen, dass du schon wieder im Großmarkt bist, aber irgendwie freuen sich die Leute dann trotzdem, weil sie das Gesicht sehen, weil sie ein bisschen was von dir hören und mitbekommen. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann doch näher ist an den Leuten, als man denkt. Ich poste grundsätzlich eigentlich nur was hier so in Sachen Podcast, weil so. Ja, warum, Olli? Also, wo ist denn da deine Grenze? Ja, die Grenze hört genau da auf. Also, ach krass, da ziehst du wirklich? Ja, ich würde jetzt hier nicht irgendwie groß, was weiß ich, mein Leben abbilden wollen, weil ich denke, ich bin weder wichtig, dass ich denke, das muss irgendjemand interessieren, was ich tue. Noch möchte ich, dass alle wissen, was ich tue, weil letztlich, warum, ne? Also ich habe auch keine Profilneurose. Insofern ist das schön, was wir hier im Podcast machen und so. Das ist alles sehr zielorientiert und so. Es macht Spaß. Aber ich finde, Privates ist privat. Ja. Finde ich auch. That's it. Ja. So. Mm. Ne? Ich zeige auch Esther das Gesicht nicht. Esther kann man schön von hinten sehen. Aber das war's. Ich glaube, um die Frage mal wirklich zu beantworten, wo ich meine Grenze ziehe, angenommen, ich bin auf einer Hochzeit, und da ist ein Brautpaar, dann würde ich dieses Brautpaar nicht zeigen. Oder wenn ich zum Beispiel, ich würde meine kleine Schwester nicht zeigen oder meine Mama. Das sind, oder aber sonst, ja, ich mache viel nachts. Also so, jetzt ist eigentlich eine super Uhrzeit, wo ich anfange, aktiv zu werden und dann Umtopfprojekte mache, aber dann ist das Licht immer so schlecht. Ne? Also egal, ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu etwas wirklich Spannenderem, denn das ist nun wirklich etwas, was dann durchaus dein Leben bereichert hat und was, ich sag mal, Abwechslung reingebracht hat in dein Leben, denn du hast ja nicht nur in deinen Videos gezeigt, wie man mineralisches Substrat zusammenmixt und anwendet, sondern du hast es auch geschafft, dass dein eigener mineralischer Substratmix jetzt vor kurzem sogar in den Handel gekommen ist. Und das habe ich nun wirklich gesehen, das hat dich gefreut. Oh ja, das hat mich riesig gefreut. Das ist ja, das alles hat ja, also wir sehen uns ja, das ist ganz cool eigentlich, wir sehen uns ja in 2 Tagen auf der GardenCon und das Ganze hat auf der GardenCon vor einem Jahr begonnen. Ah. Da hat tatsächlich, also Annabelle und ich waren so, okay, wir würden das voll gerne rausbringen, weil ganz viele Leute haben uns immer geschrieben, hey, ich habe keine Lust, mir 25 Kilo Bims, dann nochmal mittelgroben Bims, also einmal groben Bims, mittelgroben Bims, grobes Zeolithgestein und Lava zu bestellen. Ich habe keinen Bock auf 100 Kilo in meiner Wohnung. Kannst du mir nicht einfach mal was zuschicken? Ich gebe dir auch Geld dafür. Und dann ist so diese, also das ist halt, die Frage haben wir sehr oft bekommen, oder gibt's das irgendwo schon abgepackt? Ich möchte diese Mengen mir nicht bestellen. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Und deswegen hatten Annabelle und ich dann uns überlegt, hey, lass das doch einfach mal rausbringen. Aber dann ist natürlich die Frage, wie? So, wie? Also was lernt man ja nirgendwo? Wo? Wie? Wann? Was? Welche Mengen? Und alles. Und deswegen war für uns so, okay, erstmal jetzt nicht. Wir träumen davon. Und der Traum, der wird irgendwann vielleicht mal in Erfüllung gehen. Und das haben wir uns halt wenige Wochen vor genau einem Jahr gedacht. Und dann genau auf der GardenCon spricht uns Thomas von Floragard auf einen eigenen Substratmix an. Wir haben dann wirklich ein ultra inspirierendes Gespräch gehabt. Und ich habe das sogar noch. Warte. Ich habe nämlich noch den ersten Prototypen, den ich danach bekommen habe. Den Prototypen? Aber wahrscheinlich die Verpackung wahrscheinlich. Nee, das ist nur, das ist das hier. Ah, ist das. Ein durchsichtiger Sack mit Gestein. Ja, genau. Und das haben wir dann wenige Wochen nach diesem Gespräch zugeschickt bekommen. Und das ist genau, also ich habe halt von Anfang an gesagt, Entschuldigung fürs Rascheln,
dass dieser Mix genau gleich sein soll wie das, was ich die ganze Zeit bei YouTube gezeigt habe. Ja. Und es gab dann so ein paar Ideen, nochmal was anzupassen oder ähnliches. Und ich habe dann aber auch nochmal in der Community rumgefragt und es wurde genau sich das gewünscht, was ich schon immer hatte, auch ungedüngt. Und dann, ja, vor Anfang des Jahres ging es dann an die Verpackung. Und dadurch hatten wir auch, also da haben wir einen Entwurf zugeschickt bekommen und hatten dann komplette Gestaltungsfreiheit, was wir noch anpassen möchten, wie wir uns das vorstellen. Es gab dann, nachdem der Prototyp kam, natürlich auch erstmal ein Gespräch, wie soll die Verpackung ungefähr überhaupt aussehen? Was ist mir wichtig? Ganz also quasi groß von Glänz und Annabels Gesicht. Und Steine. Dass mein Gesicht drauf ist, dafür hat Annabelle tatsächlich gesorgt. Es war sehr ungewohnt. Und ja, es war ein schöner Prozess. Also es hat sich halt sehr, sehr gemeinschaftlich angefühlt. Also ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich quasi ein kleiner Mensch, der halt von einem großen Unternehmen irgendwie halt so, ja, wir machen das, wir sehen nicht in einem Jahr, sondern es war halt wirklich so, wir waren in jedem Prozess involviert, wir wurden immer wieder nach Feedback, also es wurde immer nach Feedback gefragt, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, ich habe mich gar nicht so sehr für voll genommen, wie Floragard mich für voll genommen hat. Und das war halt ein sehr, es hat sich schön angefühlt. Also vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass ich mich sehr gerne selbst kleinrede und freue mich dann sehr darüber, wenn ich ernst genommen werde. Aber du hast am Ende halt das Gefühl gehabt, das ist echt meins. Ja, ja, also, ne? Also ich habe mir die Rezeptur überlegt, dann ist genau das jetzt in diesem Beutel, den ich dir gezeigt habe, der mich immer daran erinnert, dass Träume wahr werden können, deswegen hebe ich mir den auch auf. Dann bei der Verpackung, ich wollte eine schwarze Verpackung und Floragard hat eigentlich diese Logofarbe nicht auf den Verpackungen. Und deswegen habe ich mit Floragard gesprochen, ob die sich nicht vorstellen könnten, mal das Logo in einer anderen Farbe zu drucken. War in Ordnung, Ich komme aus dem Branding. Ich hätte das nicht gemacht, aber ich fand das total schön. Also, weil das ist halt, ich wollte die Farben, ich wollte die Blätter und dann haben wir halt mit denen gesprochen, welche Pflanzenblätter das dann sein sollen. Es war halt die Überlegung, sind das fiktive Pflanzen, sind das echte Pflanzen? Und es waren echte Pflanzen sehr wichtig. Mit der Seite, dass man das sieht. Es war ein wunderschöner Prozess, wo wir halt wirklich gemeinsam an dieser Verpackung gearbeitet haben und wo wir alles, die Texte haben wir uns ausgedacht, die dann rausgeschrieben wurden. Das war wirklich, wirklich schön. Und dann das allererste Mal nach so einem wunderschönen Prozess diese Verpackung in den Händen zu halten. Ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht losheule. Ich glaube, ich habe sogar geweint. Oh. Dann gucken wir auf den Inhalt. Was ist denn drin? Ich habe es jetzt hier auch schon mal gerade hier in so eine Schale reingefüllt. Du kannst das hier auswendig sagen, was alles drin ist. Ne? Welche Körnungsgröße und welche Inhaltsstoffe? Bims mittelgrob, Bims grob. Lava grob, Zeolithgestein grob. Aber jetzt muss ich ja mal sagen, das ist alles ganz schön grob. Wenn ich da jetzt so eine kleine, süße Mini-Pflanze habe, kann ich die da auch reinsetzen? Also so, wir sprechen jetzt von einer kleinen Alocasia rhizom zum Beispiel oder einer Mini-Mini-Begonie mit ganz, ganz kleinen Würzelchen. Wahrscheinlich hast du die ja vorher in Erde gehabt, oder? Selbstverständlich. Dann würde ich immer den Zwischenschritt mit Perlit gehen. Also so ganz, ganz, also zum Beispiel Rhizome, die du angesprochen hast, die würde ich zunächst in Perlit bewurzeln. Auch kleine Begonien, die haben ja meist auch sehr, sehr feine Wurzeln. Die würde ich vorher einmal auch in Perlit setzen. Und wenn dann die Wurzeln ausreichend da sind, dann kommen die in den Mix. Also weil sie erstmal, also direkt, Entschuldigung, ich muss da einmal ganz kurz direkt so eine Pflegefrage raushauen. Und zwar habe ich ja dann die Perlite an den Wurzeln auch ganz oft kleben. Ist das ein Problem oder kann ich das dran lassen? Also wenn du die Pflanze rausziehst, dann schüttel ich einmal ganz kurz, damit so ein bisschen was abgeht. Aber im Endeffekt, das Einzige, was du willst, ist, dass kein organisches Material an den Wurzeln ist. Und das Schöne ist ja, entweder wenn du mit einem Steckling, der in Wasser bewurzelt ist, startest oder die Pflanze im Zwischenschritt in Perlit hast, dass du halt die Erde weg hast. Und das ist für mich persönlich immer das Wichtige. Und halt so eine Begonie, also okay, ich muss ehrlich sagen, die Forellenbegonie, die ich mir auf der Botanica geholt habe, die habe ich eiskalt einfach in den Mix reingesetzt. Ohne. Gibt es die denn noch? Steht da. Die steht hier direkt vor mir. Ja, sehr schön. Hier, die Crackling ist das. Die sieht so schön aus, die ist so wunderschön. Ist und das Problem ist, ich habe ja erst überlegt, ob ich meine andere Forellenbegonie deswegen verschenke. Und jetzt blüht meine andere Forellenbegonie. Ich habe es letztens bei Instagram gesehen, das sah so toll aus. Das hat sie gehört. Das ist wirklich, die hat das tatsächlich gehört. Die hat sie gehört, dass du sie verstoßen wolltest. Ja. Die sieht so schön aus. Ja. Also es gibt ein paar Pflanzen, die würde ich, also vorher in Wasser bewurzeln, ein paar in Perlit.
und ein paar direkt in den Mix, bei der Forenbik und der Weißes, ich glaube, Martin Perlin. Bei diesem wunderschönen Philodendron, den habe ich direkt in den Mix gesetzt. Warum würdest du sie denn erstmal zwischenbewurzeln? Also zum einen, weil die, wenn die Wurzeln wirklich ganz, ganz fein sind, dann kann es passieren, dass der Mix, wenn der mal aus Versehen austrocknen sollte, dann ist ja der Mix trocken. Also ich würde immer sicherstellen, dass du Wurzeln hast, die ca. 5 bis 10 cm lang sind, bevor die in den Mix reinkommen. Hm. Und auch, wenn die vorher in Erde war, durch den Zwischenschritt mit Perlit geht die Erde nochmal richtig gut ab. Also weil manchmal geht ja die Erde nicht immer ab, wenn man die Pflanze überträgt. Und wenn du die Wurzeln einmal wäschst, dann in Perlit setzt und dann vielleicht nochmal Erdreste entfernst, weil die so dauerhaft feucht waren, gehen die nochmal deutlich sauberer, kann man sie dann perfekt in den Mix setzen. Ich hab jetzt gestern mal eine Forellenbegonie, die ich schon etwas länger habe, die durchaus in die Kategorie 5 Zentimeter Wurzellänge geht, jetzt mal direkt da reingesetzt in das Substrat. Ich bin mal gespannt, wie die sich da macht. Ich bin allerdings auch immer so, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei dem Substrat, wenn ich das nicht in Selbstbewässerungstöpfen habe, ne? Weil ich dann nie so richtig, das weiß ich natürlich am Anfang auch nicht, weil ich natürlich immer erstmal von oben gießen muss bei mineralischem Substrat, auch in Selbstbewässerungstöpfen, aber immer dann das Problem habe, ich weiß nie so richtig, ist die Pflanze jetzt, ist das mineralische Substrat schon trocken oder nicht? Da habe ich überhaupt keine Kontrolle, weil da ist ja nichts damit getan, dass ich da mit Finger ins Substrat, da komme ich nicht weit mit. Nö, ne? Schaffst du 2 Zentimeter und dann ist Schluss. Ja. Und hast raue Fingernägel. Ein Feuchtigkeitsgefühl habe ich da auch nicht. Ich habe heute einen riesengroßen Bogenhanf mit Bims umgetopft und das war, meine Fingernägel, das ist ein ekelhaftes Gefühl. Also die sind so rau. Egal, also wenn... Es gibt ja Handschuhe, ne? Ja, nee. Ja. Ich weiß ganz genau, ich ziehe die auch nie an. Ja, ich weiß. Also ich könnte so tun, als würde ich die benutzen. Ich versuche es manchmal, wenn ich bei meiner Mutter im Garten arbeite. Egal. Jetzt zum Beispiel beim aktuellen Wetter, jetzt sind ja gerade 31 Grad draußen, jetzt würde ich zum Beispiel auch schon in einen Untersetzer oder ins Wasserreservoir Wasser packen. Weil jetzt ist gerade einfach zu heiß. Oder wenn die Pflanze auf eine Heizmatte kommt. Das Ding ist bei mir immer so eine Forellenbegonie würde ich zum Beispiel einer Forellenbegonie würde ich direkt Wasser ins Reservoir geben. Einem Philodendron kommt auf die Art an, häufig nicht. Einer Tradescantia würde ich wieder Wasser ins Reservoir geben, auch einer Efeutute. Welcher würde ich das nicht geben? Einem Syngonium zum Beispiel nicht. Also ich habe die Pflanzen ja alle schon mal irgendwann in diesen Mix gesetzt und weiß daher, okay, hier mache ich Wasser ins Reservoir, die kommt auf eine Heizmatte, gerade ist es warm. Es ist immer so eine, je nachdem, wie sich die Pflanze verhält und was das Wasserbedürfnis der Pflanze ist. Also ein bisschen Erfahrung sammeln oder so ist schon da durchaus zuträglich, ne? Also wenn es hinterher läuft, ist es super, aber man braucht auch ein bisschen Erfahrung. Das ist ein bisschen so ausprobieren und gucken und nicht so streng zu sich selbst sein. Das sowieso niemals. Viele Personen sind super streng bei Pflanzen mit sich und das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Es geht auch einfach darum, so ein bisschen die Pflanze zu kennen, die man überträgt. Hat die Pflanze ein hohes Wasserbedürfnis, dann würde ich der Pflanze von Anfang an Wasser ins Reservoir geben. Wenn die eher normales Wasserbedürfnis hat, wie zum Beispiel eine Monstera deliciosa, da würde ich das zum Beispiel nicht machen. Bei einem Anthurium, das hat sehr dicke Wurzeln, da würde ich auch das Reservoir nicht direkt befüllen, weil die hat für mich nicht so ein hohes Wasserbedürfnis. Angenommen aber die Temperaturen steigen, dann würde ich alle Pflanzen befüllen. Es ist so ein bisschen, je nachdem, welche Pflanze man überträgt, und wenn man so ein allgemeines Verständnis von der Pflanze hat, wird man die richtige Entscheidung treffen können zwischen direkt Wasser rein, kein Wasser rein. Und sobald es warm draußen ist und eine Heizmatte unter der Pflanze steht, dann kommt sowieso Wasser mit rein. Stehen denn jetzt bei dir alle Pflanzen in deinem mineralischen Substrat oder hast du noch ein paar andere Substrate bei dir zu Hause? Ich habe alles. Tatsächlich teste ich ja die ganze Zeit auch immer weiter neue Substrate. Das hört ja bei mir nicht auf. Nur weil ich jetzt... Im Dienste der Wissenschaft. Also im Dienste meiner Pflanzen. Einfach auch, weil ich liebe das, mit Substraten zu experimentieren. Ich habe auch noch so viele Substrate vor mir, die ich alle noch austesten will. Aber wenn ich mich hier so umgucke, habe ich tatsächlich allein in diesem Raum jedes mögliche Substrat, was ich aktuell mir vorstellen könnte. Wow. Von einem super luftigen Erdmix bis hin zu feiner Lava, feinem Bims. Ich habe sogar noch eine Pflanze hier in Blumenerde. Mhm. Das sind 3 Pflanzen, die ich neu gekauft habe. Die habe ich noch nicht umgetopft. Dann habe ich hier tatsächlich, was habe ich hier noch? Oh, ich habe sogar glatte Lavasteine. Die sind richtig hübsch. Die kann man nur nicht kaufen. Deswegen kann man damit nichts machen. Dann, ich habe hier auch noch welche in einem feinmineralischen Mix aus. Das ist so eine
Mischung aus mittelgroben Bimslava und Zeolit, was extra für glasierte ist, egal. Ich habe hier viel. Also, ich würde gerade sagen, es ist sehr viel mineralisches Substrat, aber zwischendurch schleicht sich dann doch immer noch mal ein bisschen Erde ein. Es ist auf jeden Fall Erde mit dabei, aber vielleicht ist es auch, dieser mineralische Weg begann wahrscheinlich für mich dadurch, dass ich halt eine sehr hohe Zimmerpflanzenanzahl hatte. Und also 700 Pflanzen zu gießen ist wirklich anstrengend. Und das macht vieles einfacher. Auch zum Beispiel große Aufbewahrungskisten mit mineralischem Substrat zu haben, das ist deutlich unanfälliger. Das Schöne ist halt, wenn ich eine Kiste, die für ein Jahr geschlossen habe, also die für ein Jahr geschlossen ist und da nur Pflanzen reinpacke, die im mineralischen Substrat sind, ich brauche den Deckel nicht öffnen, ich weiß, der schimmelt nichts. Das ist total schön. Solange ich da ausreichend dicht drauf packe, das ist total praktisch für mich und meine ganzen Stecklinge. Und ich kann mir irgendwann überlegen, wann ich dieses Projekt angehe. Und klappt bei mir halt richtig gut. Schön, super. Aber du hättest dich ja auch entscheiden können, weil das wird nochmal, was die Körnung angeht, jetzt hier bei dem Substrat zu sagen, ich nehme auch durchaus einen feineren Substratmix und kann dann vielleicht Pflanzen auch da einsetzen, die eben noch nicht so groß sind. Oder ist das keine Option gewesen? Ich meine, vielleicht denkt ihr schon drüber nach, ein zweites Projekt zu starten mit einem feineren Mix. Ich habe so viele Ideen die ganze Zeit. Ich habe für mich persönlich erkannt, das Ding ist, also ich hatte so einen kleinen Dämpfer, wo ich festgestellt habe, dass halt, wenn ich mir Substrate überlege, dann werden die halt irgendwann rausgebracht und das teilweise nicht von mir. Also bringe ich halt gerade keine neuen Substrate als Video raus. Ja, okay. Ich weiß aber ganz viele Sachen, die ich alle in meinem Kopf habe, die ich mir die ganze Zeit überlege. Und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich dir dann irgendwann... Wahrscheinlich werde ich trotzdem ein Video zu machen. Ja. Weil so kann ich den meisten Pflanzen helfen und dann ist mir das auch egal. Wo, bei welcher Frage waren wir? Wir waren bei der Frage... Kleine Körnung. Ach, kleine Körnung. Kleine Körnung hat für mich das Problem und auch von dem Feedback, was ich von der Community bekommen habe bisher, wurzelfäulendes Risiko steigt mit einer geringeren Körnungsgröße und dann auch noch im Allgemeinen die zu lange anhaltende Feuchtigkeit. Ich finde es gut, also persönlich finde ich es gut, wenn ein Substrat in einem bestimmten Zeitraum trocknet. Dann finde ich es auch noch gut, wenn halt das wurzelfäulendes Risiko dadurch gesenkt ist, dass die Feuchtigkeit nicht zu lange gespeichert wird. Und um trotzdem so einen Mittelweg zu finden, ist die mittelgrobe Komponente mit in dem Mix drin. Also dieser mittelgrobe BIMS, der ist meine Zwischenlösung einer feineren Variante. Okay. Und wie düngst du? Ausschließlich mineralisch. Aber wie machst du das genau? Wir brauchen ein bisschen mehr Infos. Ihr braucht mehr Infos. Ich habe Karten. Auf diesen Karten stehen für unterschiedliche Gruppen, in die ich meine Pflanzen eingeteilt habe, bestimmte Nährstoffzusammensetzungen drauf. Die liegen genau da. Also mixst du deinen Dünger selber? Ich rühre den Dünger selber an. Ich nehme keine Einzelnährstoffe. Das ist mir auch zu aufwendig. Ich habe hier Pflanzen zu gießen und ich habe maximal meistens pro Woche 4 bis 5 Stunden zum Gießen und da muss ich vorwärts kommen. Also habe ich unterschiedliche Düngeroutinen mir ausgesucht, die Pflanzen in Gruppen eingeteilt und weiß zum Beispiel, alles hier im Regal hinter mir ist Gruppe 1. Das sind kleine bis mittelgroße Pflanzen, die kriegen den Dünger. Dann gibt es Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4. Das sind die Pflanzen in Selbstbewässerungssystem. Dann habe ich für unterschiedliche Substrate und unterschiedliche Gattungen, die auch noch nach pH-Wert oder benötigten Nährstoffen, auch noch verschiedene Einteilungen und gehe dann Gruppe für Gruppe durch die Wohnung durch und dünge alle Pflanzen. Wow, das ist ganz schön umständlich. Ich habe zu Hause 2, 3 Dünger und weiß immer nicht, welchen ich nehmen soll. Und dann nehme ich immer einen, den ich gerade, wo ich dachte, dass ich den schon mal lange nicht genommen habe, dann kommt er ins Gießwasser und ich gieße. Das ist tatsächlich... So ganz so aufwendig ist das nicht, wenn man das mehrfach gemacht hat. Also angenommen, ich würde dir eine Düngeroutine erstellen, dann würdest du wahrscheinlich im ersten Moment sagen, nee, sorry, kannst du knicken. Aber wenn du das, wenn du das 2, 3 Mal oder 4 Mal gemacht hast und dann auch siehst, wie sich die Pflanzen dadurch entwickeln, weil ich halt konstante Sachen zur Verfügung stelle, also oder konstante Nährstoffe zur Verfügung stelle und halt genau geguckt habe, dass halt auch die Nährstoffe verfügbar sind, aber häufig stimmt auch manchmal bei bestimmten Substraten der pH-Wert nicht, dann können die Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden. Und wenn du dann halt siehst, dass die Pflanzen sich gut entwickeln, dann denkst du so, okay, gut,
dann nehme ich mir die 2 Minuten, das einmal schnell anzudüngen. Und im Endeffekt, ich kontrolliere nicht bei jedem Düngen, ob alle Werte stimmen. Das mache ich einmal im Monat, kontrolliere ich, ob das, was ich zusammengepackt habe, in das Wasser auch alles stimmt von den Werten her. Die Werte habe ich mir notiert, die ich erreichen muss, kontrolliere das mit einem pH-Messgerät und einem Messgerät, um die Leitfähigkeit zu kontrollieren. Also, cool. Ja, und dann weiß ich einfach, dass alles stimmt. Perfekt. Aber das heißt schon, du bist schon auch so ein bisschen Perfektionist, ne? Leider. Also das, ja. Leider, ja. Also du bist da bist du nicht entspannt, was das angeht. Du sagst, ah, komm hier, ein bisschen was rein und so wie ich das mache. Ala Carla und Olli, genau. So hier, komm, Quatzer, vielleicht, komm, passt schon, ey. Machen andere Leute auch, ja. So, das ist für dich keine Herangehensweise. Da bist du schon, also in dir wächst da so ein bisschen das wissenschaftliche Herz und das perfektionistische Herz. Das, was dich wahrscheinlich daran stresst, entspannt mich daran. Ich finde das total schön, mich damit zu beschäftigen und das herauszufinden. Ja. Ich glaube, um diese ganzen Karteikarten zu haben, ich habe bestimmt 4 Wochen meines gesamten Lebens damit verbracht, diese Karten zu schreiben und diese Werte zusammenzusuchen. Und das ist halt einfach super entspannt. Und ich liebe das auch zu düngen. Vorm Urlaub ist es mal ein bisschen anstrengend, weil ich meistens genau den Tag vor dem Urlaub anfange, nochmal alles zu gießen und zu düngen. Das ist vielleicht der eine stressige Tag, den ich habe. Aber sonst finde ich das total beruhigend. Sehr interessant. Sehr interessant, dass du da so strukturiert bist und so und dass du ja eben genau anders als jetzt bei mir, das hast du schon ganz gut erkannt, dass du da irgendwie auch deine Profession da auch so hast, dann das auch so perfektionistisch zu machen und dass sich das auch so entspannt. Und ich höre das ja auch immer wieder aus der Community, dass Pflanzenpflege die Menschen entspannt, auch Gartenarbeit die Menschen entspannt. Das muss ich ehrlicherweise sagen, ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin ja froh, wenn ich's durchhabe. Ich erfreue mich am Dasein der Pflanzen und am Gedeihen der Pflanzen. Aber den Prozess, dass ich jetzt da unbedingt viel für tun möchte, der ist bei mir nicht besonders ausgeprägt. Ja, ich bin da aber auch mittlerweile ganz schön ungeduldig geworden, Olli, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Was? Ja. Das höre ich zum ersten Mal von dir. Das ist gerade eine kleine Beichte. Carla, was ist passiert? Gesteh uns alles. Es wird niemand hören. Es bleibt hier zwischen uns. Und den Hörenden. Ja. Nee, keine Ahnung. Also mit dem Focatum, was du vorhin da angesprochen hast, da habe ich dann auch schon gedacht, so ja, er hat ja jetzt gar keine Blätter mehr gehabt und da ist er irgendwie dann... Den würde ich auch einfach sein lassen. Lass den weg. Nee, er hat ja jetzt wieder ein Blatt und er hat auch keine Spinnen mehr an dem Blatt und ich bin ganz vorsichtig. Wird er wieder bekommen. Hey... Der lebt in Nebelwäldern, glaube ich, mit einer bestimmten Höhe und der braucht einen bestimmten Tag-Nacht-Unterschied. Das ist einfach keine Zimmerfrage. Das hätten die mir doch sagen können. Ich habe den jetzt schon das zweite Mal geholt bei denen. Och, Manu. Ich habe, glaube ich, 40 davon probiert. Das klappt einfach nicht. Er kauft ja immer mehrere auf einmal. Ist ja logisch, dass er 40 probiert hat. Also, ich möchte dir den nicht ausreden. Überhaupt nicht. Ich habe ihn ja jetzt aber auch. Ich habe ihn vor allem so ein Bewässerungssystem jetzt noch drin. Oh. Das ist so eine schöne Pflanze. Das ist wirklich eine traumhaft schöne Pflanze. Ja. Aber bei dem, ich glaube, das ist der eine Philodendron, den ich nicht glücklich bin. Warum habe ich mir den ausgesucht als Lieblingspflanze? Ist wunderschön. Das ist unfair. Aber wo bist du noch? Also bist du nur bei dem unentspannt? Los, beichte weiter. Nee, so generell das ganze Gießen, das nervt mich halt gerade total, weil es bei uns in der Wohnung jetzt auch so langsam total warm wird und das stresst mich dann auch, dass es warm wird und da muss ich alles gießen. Auf dem Balkon nervt es mich auch irgendwie total, weil die Pflanzen da alle 2 Tage gegossen werden müssen und eigentlich war das alles entspannter, als es nicht so warm war. So. Schön, wenn es wieder Winter ist, ne? Komm. Ja. Nee. Kommt mich ja nicht mit eurem Winter. Das soll schön Sommer bleiben. Bitte auf jeden Fall, bitte. Ich liebe den Sommer. Ich finde das so natürlich schön. Natürlich, es wächst doch alles. So, so soll das auch sein. Diese warme Luft. Aber wenn euch Gießen zu anstrengend ist, dann ist Selbstbewässerung eine echt schöne Lösung. Das stimmt. Ich habe ja jetzt auch zwei tolle Töpfe, wo ich das jetzt drin habe. Ah, mal gucken. Also der eine ist halt ehrlich, bepflanzt und da ist der Focatum drin und das macht mir gerade schon wieder Kopfschmerzen. Oh. Der Focatum ist wirklich an. Aber ganz ehrlich, wenn du mal so ein richtig schönes Erfolgserlebnis haben willst, so ein Ficus Elastica in einem Selbstbewässerungssystem. Ja, ich mag den. Ach, du magst sie. Okay, dann, was auch richtig schön ist, die Forellenbegonie im Selbstbewässerungssystem. Okay. Agloinema auch in einem Selbstbewässerungssystem. Das sind einfach, oder Monstera deliciosa darin. Oh,
Oder eine Wassermelon Peperomia. Oh ja. Das sind auch große Erfolgserlebnisse. Einblätter in Selbstbewässerungssystem. Also ich nenne gerade einfach die, wo man so schöne Erlebnisse hat. Weil so ein Ficus elastica, wenn der erstmal so einen Moment hat, wo der genau die richtige Wassermenge hat, also bei mir ist er nicht umsonst jetzt in den letzten Jahren auf 3,50 Meter bis zur Decke gewachsen. Boah. Und kriegt auf einmal wirklich riesig große Blätter. Und ich habe halt einfach das Gefühl, das ist so eine Pflanze, die kriegt irgendwann mal Wurzelfäulnis und wirft dann alle Blätter ab. Und inzwischen bin ich sogar so, dass ich aktiv Blätter abschneide, damit der sich noch, also damit er noch mehr Seitentriebe bekommt. Ah, und ähnliches. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich halt auf, genau, das sieht so richtig schön aus. Und ich habe halt das Gefühl, und das, also es war zumindest immer das bei mir so, und deswegen liebe ich ja Selbstbewässerungssysteme und auch dieses Substrat so sehr, weil es halt einfach für mich dafür gesorgt hat, ich muss nur gießen und kann mich dann auf die Pflege meiner Pflanzen konzentrieren. Weil für mich war es ganz häufig, ich muss immer gießen und ich kam nicht zu dem Moment, wo ich sage, ich putze jetzt mal Blätter oder ich behandle jetzt mal vorsorglich gegen Schädlinge oder ich gestalte jetzt vielleicht auch mal was Schönes, mach mir so ein Living Wall Frame richtig hübsch oder ähnliches. Oder probiere mal ein anderes Pesto aus. Genau, also hier Olivenpesto, ganz was Neues. Oder eine neue Nudelsorte. Ja. Genau. Ja, also einfach sowas. Und ich habe das Gefühl, dass mich das freier gemacht hat. Und das ist halt ein wunderschönes Gefühl. Lass uns nochmal ganz zum Ende nochmal zwei, drei Worte verlieren zu dem, was wir eben schon einmal angesprochen haben und angerissen haben, eben in deinem Buch, was du ja auch noch vor kurzem veröffentlicht hast. Das ist ja wirklich ein wirklich spannendes Jahr für dich, 2024. Wirklich krass. Muss man ja wirklich sagen, das ist schon nicht schlecht. Also hier, Grow Your Jungle heißt das Ding. Ne, Carla hält es gerade mal hoch. Und es geht wirklich um Vermehrung von Pflanzen. Alles, was man darum wissen muss, in deinem gewohnt perfektionistischen Stil ist da alles drin, wahrscheinlich. Und wenn man das alles befolgt, ist das eine Gelinggarantie, würde ich sagen. Hoffentlich. Also das ist übrigens sehr lieb, dass du das sagst. Also ich glaube, nichts, was ich jemals mit Annabelle zusammen gemacht habe, hat mir so viele Gedanken beschert. Weil es ist ja, ein Video kannst du zur Not löschen und das nochmal neu machen. Ja. Aber ein Buch kannst du ja nicht einfach neu drucken. Also das ist ja, hat ja eine Mindestauflage. Also das ist so, wenn du da was falsch machst, dann ist das schlecht. Und das steht dann da. Ja, genau. Das kann dann jeder nachlesen. Das kann ich nicht mehr korrigieren. Ja. Das ist halt genau das Gegenteil von online. Und unser Anspruch war halt, alle Texte selber zu schreiben, alles von Grund auf neu zu recherchieren, nirgendwo zu gucken, also mit anderen Büchern zu vergleichen, was fehlt, aber bei dem Text schreiben komplett bei Null anfangen. Also nicht zu gucken, was hat der geschrieben, was hat die geschrieben, was hat irgendjemand anderes zu der Pflanze schon geschrieben, sondern wo ist die Lücke? Darauf achten, dass alle Lücken gefüllt sind und dann aber ganz bei Null anzufangen, alles selber zu schreiben, natürlich wird das auch nochmal lektoriert, und dann aber auch alle Bilder selber zu machen und das Ganze dann noch mit Videos zu bereichern, weil auch ich bin eine Person, gucke mir auch gerne Bilder an und wenn das Bild viel sagt, dann finde ich das sehr praktisch. Aber also das war halt so der Anspruch. Und das zu erfüllen, das war ein aufregendes Jahr. Ja, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Zwischen der ersten E-Mail und der Veröffentlichung sind knapp 1,5 Jahre vergangen. Die ersten Monate, und das ist ja das Spannende, ne, bevor man schreibt, unterschreibt man ja, was man schreibt. Aber man hat noch nichts geschrieben. Mhm. Es ist quasi, dass die Pflanzen stehen fest und auch die Zeichen der Überschriften und ähnliches, das ist alles schon festgehalten. Ohne dass aber tatsächlich was geschrieben wird. Weil es kann nämlich sein, dass das sich ja alles, also man macht, man sagt so, ich möchte beispielsweise, dass der Ficus elastica drin ist. Und über den Ficus elastica, da brauche ich für die Überschriften so und so viele Zeichen. Und darf das auch nicht für den Expertentipp, darf ich auch nicht mehr haben. Ich kenne aber den Expertentipp noch nicht. Ich weiß auch noch, muss man auch vorher sagen, ich brauche 5 Bilder dafür, die wir ja selber aufnehmen mussten. Aber ich weiß noch nicht, was da jetzt genau bei den Überschriften ist. Also es ist sehr, sehr abstrakt, finde ich, gewesen, ein Buch zu schreiben und alles schon festgelegt zu haben, wie das Buch aussehen wird, ohne ein Wort zu schreiben. Und dann das tatsächliche Schreiben, also dieser ganze Erklärungsprozess, das hat 4 bis 5 Monate gedauert und danach ging dann das tatsächliche Schreiben los. Wow, das hört sich sehr spannend an. Also und nachdem alles geschrieben war, haben wir dann erst die Bilder gemacht und da war Winter.
Und die Bilder sollen ja schön aussehen und sommerlich. Aber im Winter Zimmerpflanzen zu fotografieren war die schlechteste. Also es war, wir hatten quasi uns immer auf Abruf. Und es war so, wir haben uns Samstage und Sonntage für 3 Monate freigehalten. Und es war so, heute scheint die Sonne. Scheint die Sonne, also Annabel hat mich angerufen. Bei mir scheint die Sonne. Scheint die Sonne auch bei dir? Ich so, ja, die Sonne scheint auch bei mir. Okay, ich fahre sofort zu dir los. Wir machen das jetzt. Und hatten wir so 2 bis 3 Stunden mit gutem Licht. Und ja. Und Mallorca war keine Option. Nee, ich muss ja die Pflanzen dahin bringen. Ja. Ja, ja. Nee, ja. Aber das Ding ist doch bei viel zu, also es war zu viel Sonne ist auch wieder anstrengend. Da musst du ja die Sonne wieder wegnehmen, hast du einen harten Schatten im Bild. Mhm. Okay. Also auch das Buch ist im Handel erhältlich. Ich glaube, also das ist kann man überall bestellen natürlich logischerweise. Ja. Du, ich habe das schon gesehen bei online. Du suchst auch in Läden mittlerweile danach, ob die das haben. Gibt's Ärger, wenn die das nicht haben? Und sagst du dann hier, entschuldigen Sie mal, ich habe ein Buch gemacht? oder fragst du, sagen, haben Sie das Buch vom Crazy Plant Boy eventuell? Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht und bin in den Buchladen gegangen und meinte so, können Sie das vielleicht bestellen? Und sie so, das ist gerade nicht bestellbar. Und dann meine ich so, ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes? Aber das war nichts Gutes, also es hatte gar nichts zu bedeuten. also ganz normal, also ist immer vorhanden. Aber ich habe das bei der Lieblingsbuch, der Kindheitsbuchhandlung von Annabelle, die, da sind wir tatsächlich hingegangen und haben gesagt, als Annabelle noch ein Kind war, hat sie hier immer Bücher gekauft. Möchtet ihr vielleicht davon 2 bis 3 Exemplare hinstellen? Und haben sie 1 hingestellt. Okay. Und ich denke, es läuft gut, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ach was, interessiert dich das gar nicht? Das erfährt man nicht so. Also ich kriege einmal im Jahr eine Info. Einmal im Jahr? Ja. Oh Gott, da muss man ja Ewigkeiten warten. Also wir können den Verlag tatsächlich, also wir können den fragen, aber das dauert ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit. Ja, okay. Gut, dann warten wir einfach ein Jahr und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und vielleicht läuft es dann so gut, dass dann ein zweites Buch kommt. Zu was auch immer. Erstmal kommt es dann in die 2. Auflage. Ja, mindestens. Genau, also, ja, also im Juni 2025 können wir uns dann schon mal verabreden. Da sprechen. Und ich hätte Bock auf, also wir haben Lust auf das nächste. Vielleicht, ja, egal. Ja. Wir hätten Lust. Er muss sich zügeln, damit er es nicht irgendwie seine Ideen schon verrät hier irgendwie. Sehr schön. Weil das, was du die ganze Zeit machst, Carla, ne? Ich liebe das zu teasern, aber das setzt mich so unter Druck, das dann auch tatsächlich alles zu machen, ne? Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber das Ding ist, wenn ich mir nicht selber Druck mache, dann mache ich gar nicht und dann dauert das viel zu lange und das ist auch doof. Okay. Also, lieber so. Ja. Ihr Lieben, es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch mal zu plaudern, beziehungsweise mit Carla plaudere ich ja häufiger, aber mit Glenn plaudere ich eigentlich gar nicht. Leider. Und ja, wir haben uns ja auch das erste Mal jetzt auf der Maibotanica gesehen. Ja. Sonst gucke ich natürlich mal zwischendurch die Videos, logischerweise, aber da ist natürlich der Austausch etwas schwierig. Ja. Ne? Aber es war mir eine große Freude, dass wir sprechen konnten. Ein inneres Blumenpflücken. Oh. So nämlich. Danke, dass ihr mit mir diese Folge aufgenommen habt. Das ist sehr lieb von euch. Ganz fantastisch. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Und hier raschel, raschel, raschel. Oh, jetzt fliegt hier Was hast du denn da? Ich habe hier so eine Schale. Das ist so eine. Das sieht aus wie Katzenfutter. Nein, das ist dein. Ist es dein Mix, mein Lieber. Ach so. Dachte, das snackst du hier so nebenbei. Ihr Lieben, macht es gut. Und ihr wisst ja, alle Hörenden, Carla. Immer schön den Finger ins Substrat. Auch wenn es beim mineralischen Mix etwas schwierig ist. Und ich gebe es zu. Und kratzig. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören. Ciao. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab.